Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily-Folge. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar 2020. Ihr hört die Folge 761 und heute habe ich die folgenden Themen. Bosch, Galaxy, PS5, Signal und Philips Hue mal 2. Bosch hat heute, oder also gestern, eine schöne schöne Neuigkeit rausgehauen. Ihr Smart Home System, was ja relativ umfangreich ist mit den ganzen Produkten, die sie so haben, ist ja schon seit einem Weilchen, also besser gesagt seit letztem Jahr, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Neu im Jahre 2020 wird der dritte Player dazu kommen, Apple HomeKit. Das wird natürlich einige von euch freuen. Mich auch wenn es viel Arbeit bedarf, denn es gibt ein kleines Update auf lebesmar.ch, logischerweise. Genau. Dann hat Samsung auch was vorgestellt, ein Galaxy Chromebook. Und das will in Konkurrenz treten mit dem Google Pixelbook. Das ist das extrem teure, in Anführungsschlusszeichen, das edle Pixelbook aus dem Hause Google, das sich mir schlecht als recht verkauft, und da möchte jetzt Samsung rein mit einem 2-in-1 Gerät. Stiftunterstützung und toller Hardware, also 4K AMOLED Screen 16:9, sehr dünn in der Verarbeitung, 9,9 mm, aus Aluminium gefertigt mit vielen Zugängen oder zumindest einigen Zugängen, einiges an Leistung, aber auch einen satten Preis. Es kommen nämlich $999 auf den Plan, wenn man sich das kaufen möchte. Ja, wenn man ein edles Book möchte, ich finde das ganz schick, so von den ersten Bildern, was man gesehen hat. Ja, Ende des letzten Jahres hat Microsoft mit der Xbox der kommenden Generation ein bisschen aufgewartet. Link dazu gibt es auf dem bookipsi.ch Blog. Da haben wir damals was dazu geschrieben. Und da hat man ja gehofft, und es wurde auch viel in der Gerüchteküche gebrodelt, dass Sony einiges an der CES zeigen wird zu ihrer kommenden Geschichte. Doch, was haben sie gezeigt? Ein neues Logo. Und ja, wie schaut das aus? Relativ genau gleich wie das alte, hat einfach statt PS4 PS5 drauf. Kann man machen. Ja, was dann aber doch noch hinten nachgereicht wurde, und das hat dann die Gerüchtewelt so nicht gesehen, das Produkt will schon im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen, somit fast ein Quartal vor dem Microsoft-Gerät. Wir dürfen also gespannt sein. Der Krypto-Messenger Signal, der hat eine neue Funktion. Zumindest befindet sich das Ganze in der Beta und kann unter Android und iOS schon vorab getestet werden. Ein sogenannter Selbstzerstörungsmodus für Bilder und Videos. Wer also Bilder schickt mit Dingen drauf oder was auch immer, die nicht für die Nachwelt geschaffen ist, derjenige kann in Zukunft auf Signal setzen. Wenn das Ganze auch auf den Desktop kommt, und das ist natürlich dann wichtig, dass das auch überall gelöscht wird, das steht noch nicht klar und auch nicht, wenn das Ganze aus der Beta rausfallen wird. Ein CES-Klassiker ist ja schon Philips Hue, oder besser gesagt neues Signify. Die haben nämlich wieder mal Outdoor-Lampen vorgestellt. Und das nicht wenige. Wandlampen, Wandleuchten, Scheinwerfer und alles Mögliche in verschiedenen Formen. Nicht Farben, aber Formen und Möglichkeiten, und die sind eben für den Outdoor-Bereich gedacht. Gefällt mir, ich brauche unbedingt einen Außenbereich um den Pool, das wäre noch schön. Genau. Dann gibt's noch ein zweites Ding zu der Hue Sync Box. Das ist ja die Box, die mit HDMI-Signal umgehen kann und dann ein Philips Ambilight, emuliert sozusagen. Nicht sozusagen, sondern es emuliert. Und die hat jetzt was bekommen, was eigentlich schon auf Ende 2019 gedacht war. Zum einen gibt's die Möglichkeit, das Ganze über eine Infrarot-Fernbedienung zu gehen. Das ist etwas, was mich an meiner Box jeweils stört. Ich muss die App öffnen und da lange warten, bis sie startet. Ist nicht schlimm, eine App zu öffnen, um das zu starten, aber es geht einfach zu lange. Das soll in Zukunft nicht mehr sein, wegen eben Fernbedienung, wie man da dann dafür nutzen kann. Und das zweite ist Alexa, Google Assistant
und Apples Siri können in Zukunft auch auf die Box zugreifen und sie starten und steuern. Da freue ich mich doch drauf und warte in dem Fall noch mit meinem finalen Testbericht auf dem Poughkeepsie.ch-Blog. In diesem Sinn, das war's mit den Neuigkeiten für heute. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, morgen. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.